Das war 11.02.2016. Es ist der Tag, der Mohammeds Leben verändert hat. In dem Moment wollte ich nur weg von ihm. Mohammed stammt ursprünglich aus Sierra Leone. Mit 3 Jahren musste er zusammen mit seiner Familie wegen des Bürgerkriegs nach Gambia fliehen. Dort wurde er verfolgt und gefoltert. Dann ist er nach Deutschland gekommen. In Kelheim hat er in einer Asylbewerberunterkunft gelebt. Im Februar 2016 klopft ein Mann an seine Tür, in der Hand eine Machete. Mohammed öffnet die Tür, sieht den Mann mit der Waffe und schließt die Tür sofort wieder. Ich wollte immer noch rein, macht die Tür auf, schreit ein paar schlimme Wörter, was ich nicht sagen möchte jetzt. Geistesgegenwärtig warnt Mohammed die anderen Bewohner. Und er lockt den Angreifer aus dem Haus, indem er aus dem ersten Stock springt. Dabei verletzt er sich an den Knien. Aber wo ich dann runtergesprungen bin, standen 3 Leute. Die sollten Weißer sein, ob Deutsche oder weiß ich nicht. Die haben auf Englisch gesprochen. Wir haben die Polizei angerufen. We have called the police. Der Angreifer verfolgt ihn trotzdem, immer noch bewaffnet mit der Machete. Mohammed versucht zu fliehen und stolpert. Beim Stolpern kommt er natürlich, er wollte mit Messer in diese Richtung, ob Hals oder Brust, weiß ich nicht, aber der wollte halt. Dann konnte ich Gott sei Dank ausweichen und habe dann mein rechter Bein, mein Fuß, den rechten Fuß habe ich die Beine dann weggekickt. Ist er dann zuerst runtergefallen. Zusammen mit den Helfern gelingt es Mohammed, den Angreifer festzuhalten und ihm die Waffe aus der Hand zu treten. Ich habe Angst gehabt, dass die Leute nicht meinen, dass ich das Messer gehabt habe. Darum habe ich das Messer gar nicht angefasst. Geschoben und bin ich da gestanden, haben die Leute ihn dann festgehalten, bis die Polizei gekommen sind. Der Mann kommt vor Gericht. Das Urteil 4 Jahre und 3 Monate Haft. Doch jetzt erst beginnt die schlimme Zeit für Mohammed. Der Verein BAT hilft ihm. Wir kümmern uns um Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe gedemütigt, beschimpft, verfolgt werden. Wir kümmern uns um Menschen, die wegen ihrer politischen Aktionen für eine demokratische Gesellschaft beschimpft und entwürdigt werden. Wir kümmern uns um Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung diffamiert werden. BAT bringt Mohammed dazu, eine Aussage bei der Polizei zu machen. Denn bei der Einreise nach Deutschland wurde Mohammed gesagt, er dürfe nichts mit der Polizei zu tun haben. Ansonsten müsse er wieder ausreisen. Eine Betreuerin von BAT nimmt ihm die Angst. Die Beraterin ist mittlerweile keine Beraterin für mich, sondern wir Mutter, wir Familie. Jetzt will Mohammed mit Hilfe von BAT eine Umschulung machen. Denn wegen der Verletzung an den Knien kann er seinen Traumberuf als Schreiner nicht mehr ausüben.